Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Voltamperlux und zu einem neuen Video der Serie über den DAI 600 Wechselrichter. Im letzten Teil hatten wir ja berichtet über das Wi-Fi-Sicherheitsproblem und wie ihr euch das nötige Sicherheitsupdate dafür holen könnt. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass nicht mit allen Ausgangsvarianten der Firmware das Update automatisch abgeholt wird. Wir haben es ja gezeigt an der Version 1.47 oder 1.471, dass das Update innerhalb von kürzester Zeit im Bereich zwischen 5 bis 30 Minuten abgeholt wird. Wir hatten jetzt ein Gerät mit der Softwarevariante 1.49. Da wurde das Update nicht abgeholt unter verschiedensten Wi-Fi-Bedingungen. Einmal im Gast-Wi-Fi, im normalen Wi-Fi und in einem Smartphone-Hotspot. Und wir sind da dran, um dafür auch eine Lösung zu finden. Und das werdet ihr dann auch im nächsten Teil des Videos dazu sehen können. Nun aber zu diesem Teil. Hier geht es jetzt darum, wie man mit der SolarMan-App den Wi-Fi-Zugang und auch das Datenlogging einrichten kann. Da gibt es zwei Varianten dieser Apps, einmal die Business und einmal die Smart-App. Der Philipp wird jetzt anhand der Business-App zeigen, wie man den Wi-Fi-Zugang einrichten kann. Und noch ein zweites Video, machen wir einen kleinen Shorter draus, wer jetzt schon die SolarMan Smart-App hat, wie er auch mit dieser dann den Zugang einrichten kann. Aber zunächst mal mit der SolarMan Business-App erklärt der Philipp das im Detail, wie ihr das bei euch einrichten könnt. Viel Spaß bei dem Video. Ja, gerne zeige ich in diesem Video, wie man die App zum DAI-Wechselrichter einrichtet. Tatsächlich ist das ja gar nicht von DAI, diese App, sondern die nutzen die Software von SolarMan. Von SolarMan gibt es eigentlich zwei Apps. Das eine ist die Smart-App für den Privatkunden und einmal die Business-App für Unternehmen. Ich stelle jetzt hier die Business-Version vor. Die ist zwar eigentlich für Unternehmen, aber man kann bei der Registrierung auch sagen, dass man Privatperson ist. Von daher denke ich, ist das okay. Und wirklich sehr viele Kunden, die Probleme mit der App-Einrichtung hatten, mit der Smart-App, die haben das dann über die Business-Version besser hingekriegt. Deswegen zeige ich das jetzt hier kurz. Erstmal die Voraussetzung, um das überhaupt machen zu können, ist, dass ihr den Wechselrichter schon an den Solarmodulen habt. Ihr braucht auf jeden Fall Strom von der DC-Seite und besser ist es auch, das Ganze am Handy zu machen und nicht am PC, weil mit dem Handy könnt ihr in die Nähe des Wechselrichters gehen, das müsst ihr nämlich dann nachher machen. Okay, legen wir los. So, wenn ihr das euch registriert habt und dann im Dashboard seid, dann gehen wir hier auf das Plus und machen Anlage anlegen. Jetzt will er erstmal die Standorterlaubnis haben. Dann drücken wir OK und jetzt können wir hier im Namen uns einfach einen Namen ausdenken. Dann nehme ich jetzt DAI Sun 600, so kreativ. Als nächstes trage ich dann bei Region meine genauere Region ein. Dann gehe ich jetzt hier auf Nordrhein-Westfalen, also da, wo ich jetzt sitze, Rheinisch-Bergischer Kreis und dann noch Rösrath. Wenn ich das habe, dann trage ich bei Adresse noch eine Adresse ein. Das muss aber nicht komplett eure richtige Adresse sein. Ich trage jetzt hier auch einfach nur meine Adresse nicht richtig ein, sondern einfach eine fiktive. Bei Kapazität brauchen wir jetzt noch, was der Wechselrichter an Leistung abgibt. Und das sind hier jetzt in dem Fall 0,6 Kilowatt. Dann gehe ich auf Speichern. Also ich könnte hier unten noch ein paar mehr Sachen eintragen. Das lasse ich aber alles auf Standard erstmal. Gehe auf Speichern und zeigt er mir erstmal einen Fehler an. Und zwar sagt er, die Region wäre nicht genau genug. Das weiß ich überhaupt nicht, was er damit will, weil genauer ging es nicht. Also gehe ich auf Ignorieren und gehe nochmal auf Speichern. So, der nächste Fehler ist, dass die Kapazität nicht genau genug sei. Aber genauer als 0,6 geht es eigentlich auch nicht. Deswegen gehe ich hier auch auf Ignorieren und gehe auf Speichern. So, jetzt sagt er aber Parameterfehler. Und es ist wieder das Feld mit der Kapazität. Und das liegt daran, dass der diese 0,6 nicht schluckt. Der will halt einen Punkt als Dezimaltrennzeichen und das habe ich aber hier in der Tastatur halt nicht drin. Ich könnte jetzt eine 1 eingeben, finde ich aber irgendwie blöd. Deswegen kopiere ich mir einfach die 0,6 von woanders und füge sie hier ein. So, gehe nochmal auf Speichern und jetzt hat er es tatsächlich drin. So, als nächstes können wir jetzt hier auf das Scan-Feld gehen, um einen Logger hinzuzufügen. Dann können wir nämlich einfach den Barcode von der Verpackung, da sind die Barcodes drauf, das große ist für den Wechselrichter und wir brauchen den kleinen für den Logger. Ich decke das einfach ab und scanne das.
So, und wenn ich das drin habe, dann erscheint ein Fenster Wi-Fi-Konfiguration. Da gehe ich jetzt drauf. Jetzt wechsle ich zu den WLAN-Einstellungen und dort muss ich jetzt das Netzwerk von meinem Haus eintragen, also mein Haus-WLAN-Netzwerk. Hier vorsichtig sein, da haben wir ja im ersten Teil schon ein Video zu gemacht, weil es da eigentlich eine Sicherheitslücke gibt. Wenn die Version 1.5.3 drauf ist, die Firmware-Version, dann sollte das nicht mehr so ein Problem sein. Aber wir haben jetzt halt erfahren, dass es bei einigen nicht geklappt hat mit dem automatischen Update. Deswegen entweder die Firmware-Version checken oder besser doch noch ein Gast-WLAN einrichten. Wenn ich das habe, dann gehe ich zurück in die App und jetzt sagt er, dass ich mich mit dem Logger verbinden soll. Also gehe ich hier auf Connect und jetzt komme ich wieder in die WLAN-Einstellung und hier muss ich jetzt eintragen, dass, oder den auswählen, das ist der AP unterstrich und dann die Seriennummer. Und hier das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich das habe, gehe ich auf OK. Und jetzt gehe ich zurück in die App und jetzt verbindet er sich automatisch. Das dauert jetzt ein bisschen. So, wenn er das hat, dann ist eigentlich alles eingerichtet. Hier steht zwar noch offline. Aber ein paar Minuten warten und vor allem wieder auch vom Logger sich rausgehen und wieder in seinen WLAN bzw. in mobile Daten, sodass ich wieder Internet habe und dann nach kurzer Zeit ist es dann stets hier auf Online. Damit ist es eingerichtet. Das heißt, jetzt können wir uns die App noch kurz ein bisschen angucken. Das mache ich aber lieber am PC. Das ist sehr ähnlich zu der App am Handy. Am PC gibt es noch ein paar mehr Funktionen und dann gehe ich auch noch mal ein bisschen Unterschied ein zur Smart App. So, das hier ist die Webseite von SolarMan und hier kann ich mich einloggen und einmal in die Business-Version und einmal in die Smart-Version. Wir fangen mal mit der Smart-Version an. Wenn ich jetzt hier drin bin, habe ich so eine Gesamtübersicht. Hier sehe ich so ein schönes Flussdiagramm und dann historische Daten. Muss ich halt erstmal was auswählen, wo ich das überhaupt im Betrieb hatte, also zum Beispiel im Februar. Hier unten sehen wir dann noch, wie das Wetter dann so war. Und an so einem Tag, wenn ich jetzt hier so einen Tag auswähle, dann kann ich mir auch das 24-Stunden-Kurve anzeigen lassen. Hier kann ich dann auch eingrenzen auf Tag und Nacht. Also ist eigentlich optisch ganz gut. Kann ich hier mir dann auch die einzelnen Werte anzeigen, wenn ich mit der Maus darüber gehe. Ist so als Überblick auf jeden Fall nicht schlecht. Dann gibt es hier noch solche Funktionen, die ich aber jetzt nicht so toll finde. Da kann ich mir das Ganze auch noch mal ein bisschen anders anzeigen lassen und das auch noch gestalten. Aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Wenn ich jetzt hier weitergehe, der Grundriss, das steht mir hier nicht zur Verfügung. Dann kann ich hier noch bei Gerätedetails dann genauere Infos bekommen. Da finde ich vor allem interessant hier die unter Mikrowechselrichter, wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sehe ich auch nochmal die kompletten Werte von Spannung und Stromstärke. Und hier weiter unten sehe ich dann auch, oder wenn ich dann hier unten bei historischen Daten wieder einen Tag auswähle, ups, dann kann ich zum Beispiel mir auch die Werte über den gesamten Tag, über einen bestimmten Tag anzeigen lassen. Und was ich am besten finde dabei noch, dass ich die Daten auch exportieren kann. Das kann ich hier mal zeigen. Und die Werte sind wirklich sehr detailliert. Also das kann ich hier mal zeigen. Das sind wirklich, da ist alles Mögliche steht da drin. Am interessantesten finde ich eigentlich hier vor allem die Spannung der einzelnen PV-Module. Dann hier weiter hinten sind noch dann die Gesamterzeugung und hier die Stromstärke. Aber es ist einfach so viel, da verliert man so ein bisschen den Überblick, dass wirklich, wenn man noch irgendwas ganz Bestimmtes sucht, besser finde ich da dann, wenn man dann wirklich Daten von einzelnen Sachen haben will, dann kann man hier unten auf Export noch gehen und kann sich jetzt entweder die Anlagendaten angucken, das ist dann halt von der gesamten Anlage, da können wir auch einen gesamten Zeitraum auswählen, kann ich hier zum Beispiel mal auf den 16. oder 18. bis 22. Februar gehen, dann die Daten exportieren.
Und hier habe ich jetzt dann halt die Erzeugung, die Produktion von den einzelnen 5-Minuten-Werten, die man vorhin schon in diesem 24-Stunden-Diagramm gesehen hatte, aufbereitet. Wenn ich jetzt die PV-Daten einzeln haben will, also von den einzelnen Modulen, dann kann ich hier entweder vom Wechselrichter diese Werte gehen oder halt hier wirklich auf die einzelnen Module. Dann kann ich den gleichen Datensatz oder gleichen Datum auswählen und dann bekomme ich die Daten etwas schöner bzw. etwas übersichtlicher. Das sage ich auch mal gerade noch. Dann haben wir hier oben den Spannungsbereich, die Stromstärke und dann die Gesamtleistung und auch was ich insgesamt schon erzeugt habe mit dann diesem einen PV-Modul. Dann kann ich den für die einzelnen Zeiträume mir halt runterladen. Das ist eigentlich so der grobe Überblick über die Smart App. Das ist oder beziehungsweise am Desktop. In der App kann ich die Sachen nicht runterladen. Das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich hier unter Übersicht habe, habe ich dann in der App. Bei der Business App, wenn wir da jetzt mal reingehen, ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Dort habe ich jetzt übrigens auch den T-Sun mit drin, die nutzen ja auch die Solarman App bzw. Solarman Software. So, jetzt wenn ich jetzt in den Day reingehe, dann sieht das, ist die Übersicht ähnlich, aber optisch ein bisschen anders. Hier auch nochmal ein Wetter, dann hier einfach eine Historie, da kann ich wieder ein Datum auswählen und hier dann halt die aktuelle Produktion, was aktuell produziert wird oder den letzten Stand, den er hatte. Hier kann ich auch die Daten exportieren, aber das sind jetzt einfach die Daten, die da unten angezeigt werden. Also das ist einfach die Erzeugung und zwar in Kilowatt. Das ist jetzt hier halt von einem Tag und dann da, wo er Wetterdaten hat, das kann ich dann hiermit auch mir runterladen. Also im Prinzip das, was hier angezeigt wird. Ich kann jetzt auch hier unter Layout gehen und da ist das so ein bisschen nachgemacht, wie das eigentlich bei Heumals oder ich das zumindest von Heumals kenne, dass man über den bestimmten Tag gehen kann und sich dann die Gesamterzeugung anzeigen lassen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Nur hier ist das sieht man jetzt hier oft, da ist zumindest beim linken PV-Modul verschwindet oft der Wert, obwohl der irgendwie nicht verschwinden sollte. Hier sehe ich zum Beispiel ein Gesamt von 62 hier oben. Und hier unten wird mir dann oft gar nichts angezeigt bei dem linken. Das ist ein bisschen komisch, aber ansonsten ist das hier halt auch ganz nett gemacht. Kann ich die einzelnen Tage durchgehen und mir halt dann irgendwie ja, die einzelnen mir angucken, von welchem PV-Modul das kommt. Also ich kann die dann direkt miteinander vergleichen. Ansonsten, wenn ich jetzt über Geräte auch gehe, so wie vorhin, dann kann ich mir auch die Werte noch mal runterladen und hier kann ich mir dann die Werte auch wieder optisch anzeigen lassen, also das ist wieder sehr ähnlich und kann das auch miteinander vergleichen, kann da auch wieder einzelne Tage auswählen. Ja. Und dann kann ich die ganzen Sachen auch noch exportieren. Und dann kommen da wieder sowas raus wie vorhin. Also auch bei der Solarman Smart Version, wo ich einfach wieder so eine ganze Reihe von allen möglichen Daten habe. Und auch hier sieht man, dass ich es auch nicht detaillierter bekomme als in diesen 5-Minuten-Intervallen. Oder es sind sogar teilweise, hier stehen jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen andere Zeiten drin, was mich ein bisschen wundert. Und zwar sind es hier oft irgendwie dann so 6-Minuten-Abstände. Und was ich wirklich nur hier bei der Business-Version gesehen habe und was ich ganz cool finde, zumindest die Idee, ist, dass man auch verschiedene Wechselrichter miteinander direkt vergleichen kann. Hier habe ich jetzt halt den Day und einen T-Sun mit drin. Wenn ich dann halt kann ich auswählen, was ich vergleichen will und kann das mit anlegen. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
Und genau um sowas soll es ja dann eigentlich auch im dritten Teil gehen. Da werden wir so einen Performance-Test machen. Da werden wir gucken, wie der Daysun im Vergleich zu anderen Wechselrichtern der 600 Watt-Klasse abschneidet. Der Jens wird noch Stromqualitätstest machen, alles wie damals in dem Video zur 600 Watt Wechselrichterklasse, wo wir schon mal so einen Rundumvergleich mit einigen Herstellern gemacht haben. Da wollen wir den Day jetzt mit einordnen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall Jens Kanal, damit wir uns hier in circa 2 Wochen wiedersehen. Bis dann.